Ein Mann am Rand des Tagebaus vor einem Schaufelbagger kniet zu sehen auf einem Foto und das Foto wird prämiert. Der Mann auf diesem Foto will an diesem Rand des Tagebaus den Bagger dort blockieren, damit endlich was passiert. Das prämierte Foto, das wird da im Landtag ausgestellt, gezeigt, wie dieser Mann den Schaufelbagger dort blockiert. Es wird an diesem Tag über Protest und Polizeigewalt am Tagebau bei Lützerath im Landtag diskutiert. Im Kampf ums Klima ist jede Action prima und wirkt noch mehr, stellt man sich quer. Statt nur zu beten, hilft jeder dem Planeten, der nicht nur schweigt und auf den Wahnsinn zeigt. Ein Mann kommt in den Landtag und der hat dabei Kartoffelbrei, den er auf dieses Foto von dem Schaufelbagger schmiert. Der Mann vom Rand des Tagebaus, vom Foto, das im Landtag steht, ist der, der mit Kartoffelbrei das Foto dekoriert. Nein, das ist kein Happening, kein Kunstwerk mit Kartoffelbrei. Der Mann, den dort das Foto zeigt, im Landtag demonstriert, wie man Protest zum Kunstwerk macht, das Foto mit Kartoffelbrei vom Bagger dort am Tagebau vom selben Mann verziert. Im Kampf ums Klima ist jede Action prima und wirkt noch mehr, stellt man sich quer. Statt nur zu beten, hilft jeder dem Planeten, der nicht nur schweigt und auf den Wahnsinn zeigt. Kunst, wer es wird, der Schaufelbagger dort am Rand des Tagebaus im Landtag mit Kartoffelbrei von diesem Mann geschmiert. Und es wird ein Foto davon dann im Landtag ausgestellt und als bestes Pressefoto anschließend prämiert. Das Foto von dem Mann, der vor dem Bagger kniet am Tagebau, macht aufmerksam auf das, was da in Lützerath geschieht. Wie lange wird es dauern, bis der Landtag Konsequenzen aus dem Wahnsinn mit dem Schaufelrad am Tagebau ranzieht? Im Kampf ums Klima ist jede Action prima und wirkt noch mehr, stellt man sich quer. Statt nur zu beten, hilft jeder dem Planeten, der nicht nur schweigt und auf den Wahnsinn zeigt. Warum schmiert der Mann in Lützerath am Rand des Tagebaus nicht seinen Kartoffelbrei auf das Schaufelrad? Er will für die Zukunft seiner Enkel was erreichen, dass die Menschheit vielleicht so eine Überlebenschance hat. Wenn der Mann im Landtag nun das ausgestellte Foto von dem Bagger und sich selber mit Kartoffelbrei beschmiert, dann hat er nur Hoffnung, dass er so die Leute aufweckt und zur Rettung seiner Enkel mal tatsächlich was passiert. Im Kampf ums Klima ist jede Action prima und wirkt noch mehr, stellt man sich quer. Statt nur zu beten, hilft jeder dem Planeten, der nicht nur schweigt und auf den Wahnsinn zeigt. Der Mann, der den Kartoffelbrei im Landtag auf das Foto schmiert, der fürchtet, wir sind lange schon die letzte Generation, die vielleicht das Klima für die Zukunft unserer Enkel retten könnte, aber dafür drängt die Zeit inzwischen schon. Wer nichts gegen Erderwärmung tut und sich stattdessen über Kartoffelbrei im Landtag jetzt erregt, wohl noch nicht begriffen hat, was Priorität jetzt hat und es höchste Zeit wird, dass er endlich sich bewegt. Im Kampf ums Klima ist jede Action prima und wirkt noch mehr, stellt man sich quer. Statt nur zu beten, hilft jeder dem Planeten, der nicht nur schweigt und auf den Wahnsinn zeigt.